Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Zuschauer. Gott hat ja einmal gesagt, und die Stelle finden wir in der Bibel, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Mein Gast hat das genau erlebt. Mein Gast heißt ja Halil, der kommt aus ehemaliger Jugoslawien, und ich freue mich sehr, mit ihm darüber nachzudenken, wie Jesus Christus, wie Gott Leben verändern kann. Halil, du bist ein ehemaliger Moslem, aber ich will erstmal wissen von dir, wie sah dein Leben, wie warst du denn als Moslem? Also ich bin mit Islam eigentlich von klein auf in Berührung gekommen. Mein Vater ist Moslem, meine Mutter ist Moslem, meine ganze Verwandtschaft ist Moslem. Ich habe mich eigentlich so richtig für den Islam entschieden mit 16 Jahren, dass ich angefangen habe, wirklich zu Moschee zu gehen, zu fasten, zu beten und alles, was da beinhaltet. Und ich lebte so, wie jeder andere Moslem lebt. Ich habe mich orientiert an Gott und ich habe versucht, so gut wie möglich Gott zu gefallen. Also ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht, Allah zu gefallen. Und so habe ich mein Leben gelebt, ich glaube, wie jeder andere Moslem. Ne? Wie sah das denn aus? Wie wolltest du denn Allah gefallen? Wie kam dir das Ganze überhaupt so vor? Also wie ich das gemacht habe, ist zum Beispiel, wenn jetzt ich zu irgendjemandem Besuch kam, zu irgendeinem Freund oder irgendwie, der, sagen wir, nicht Moslem war, dann haben die ja alle Schweinefleisch zum Beispiel gegessen oder irgendwie was gemacht, was nicht gut gefällt Allah, dann habe ich das immer, ich war immer ausgesondert. Ich erinnere mich manchmal an bestimmte Tage, also bestimmte Zeiten, wo ich mit denen unterwegs war, wo die, wie sagt man, alle leckeres Essen gegessen haben, Bratwurst, Hamburger und alles Mögliche. Und ich musste nur ein trockenes Brot essen, weil ich, wie sagt man, versucht habe und ich wollte das auch, Allah gefallen, weil für mich war es wichtig, meinen Gott zu gefallen. Und so habe ich das mit meiner ganzen Kraft versucht, alles, was in meiner Macht stand, ihm zu gefallen. Praktisch auch in der Moschee mitzuhelfen und alles Mögliche. Ne? Mhm. Also quasi wie ein Moslem. Okay, und hast du auch andere Dinge praktiziert, wie Koran lesen, Ramadan fasten? Das auf jeden Fall, das gehört dazu, denke ich, für jeden Moslem, dass er Koran liest, dass er weiß, was er liest und dass er fastet, dass er freitags und wenn es geht, jeden Tag in der Moschee gehen kann, das gehört dazu. Also ich denke, das ist selbstverständlich für jeden Moslem. Im Ernst, wusstest du, was du da gelesen hast? Ich kenne die erste Sure, es gibt nur einen Gott. Okay. Also es ist schon, der ganze Koran ist arabisch, aber es gibt auch Korane, die, wie sagt man, auf Deutsch oder Bosnisch oder Jugoslawisch, egal welche Sprache, es gibt die Übersetzer, aber die sind auch trotzdem nicht so richtig wie der arabische Koran. Ne? Und es ist oft, dass man es nicht versteht, was man liest. Ja. Okay, wie hast du das Ganze empfunden? In welcher Hinsicht, wie meinst du? Ja, ich meine, wie hast du denn empfunden, deine Gebete, wie war das denn? War das eine Art Beziehung oder war das nur ein Pack ja, Gesetze für dich? Also für mich war es selbst, ich kannte es nicht anders, ich kannte es nur, ich bete, ich komme vor Allah, bete, was er daraus macht, habe ich nie gewusst. Ich habe versucht, wie sagt man, mit alles Mögliche, wie man Allah beschlichtigen kann, mit Spenden, mit Arbeiten für ihn, Leuten erzählen von ihm und alles drum und dran. Und ich habe nie gewusst, ob ihm das gefällt oder ob er irgendwie damit zufriedenzustellen ist oder sonst. Also es war keine Gewissheit da, ne, dass es ihm gefällt. Das war das mehr so eine Sklaven- und Boss-Beziehung oder wie ist das? Also Sklave-Boss-Beziehung, denke ich, wenn man das jetzt mit Christentum vergleichen würde, würde man ja sagen. Aber weil man es ja nicht anders kennt als das, was man kennt, dann denkt man nicht so. Dann akzeptiert man, sagt man ja, das verlangt mein Gott. Mein Gott verlangt, dass ich 5-mal am Tag bete. Mein Gott verlangt, dass ich zur Moschee gehe. Mein Gott verlangt, dass ich nicht viel mit Christen zu tun habe. Er verlangt viele Sachen und das ist selbstverständlich, weil ich es ja nicht anders kenne, praktiziere ich es auch so. Das ist normal. Und du hast es auch ehrlich und vom Herzen getan. Also ich habe es nicht anders gekannt. Ich habe es auch mit Überzeugung gemacht. Es war nicht nur eine Floske, sondern ich habe es so gemacht, weil ich diese Überzeugung war, so kann man nur in den Himmel kommen und so kann man Gott gefallen. Damit man seine Gebote hält, damit man das tut, was im Koran steht. Ne? Also das, was jeder
Mullah dir sagt. Ne? Okay. Also, okay, Himmel, da erinnere ich mich an die christliche Sprache. Das kennt man im Islam nicht. Du meinst wahrscheinlich ins Paradies. Aber das ist ein guter Übergang. Heute bist du Christ. Wie kam das denn dazu? Es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich werde sie versuchen, so kurz wie möglich zu packen. Wie ich zum Christum gekommen bin, in der Berührung war, mein Vater, wo Krieg bei uns angefangen ist, ist nach Amerika ausgewandert und ich musste nach Deutschland mein Green Card holen und nach USA zu meinem Vater kommen. Aber in dem Zeitraum lernte ich meine Frau kennen, die ich jetzt habe. Also ich weiß, dass manche, wenn sie das Video sehen werden, denken, er hat die geheiratet und ist Christ geworden wegen ihr. Das stimmt gar nicht. Ich habe meine Green Card, ich habe amerikanische Bürgerschaft. Und durch diese Frau kam ich einmal in Gottesdienst. Ich dachte, ich gehe aus Liebe zu ihr einmal in Gottesdienst, aber ich werde sie schon zu Islam bekehren. Sie wird schon Moslem werden. Das war meine Überzeugung von Anfang an. Und da hörte ich den Pastor predigen, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist das, Jesus ist der einzige Weg mit Jesus. Jesus ist für uns gestorben. Und ich guckte ihm an und sage, wenn du jetzt fertig bist mit der Predigt, komme ich zu dir. Das war auch so. Bin zu ihm gegangen und gesagt, Junge, was redest du da? Was sprichst du da? Jesus, weißt du überhaupt, was du bist? Jesus ist doch nur ein Gesendeter Gottes. Es ist nur ein Prophet, nichts anderes. Was erzählst du da? Das ist eine Sünde, ihr seid vom Teufel, oder was ist hier los mit euch? Habe ihm richtig angemacht. Ja, und der hat schon Panik gekriegt. Er hat nicht viel geredet. Dann ging ich nach Hause und verging eine Zeit lang, der Gedanke kam mir nicht aus dem Kopf raus. So dachte ich, ja, ich werde jetzt die Bibel lesen und werde Widersprüche finden und dem Pastor sagen, guck mal, das sagt eure Bibel, ne, dass ihr das und das falsch seid. So fing ich an und so kennt ich viele Stellen, die, wie sagt man, im Koran gleich sind, aber irgendwie sind die hier datiliert, da richtig erklärt und alles. Und dann fragte ich mich, kann das vielleicht wirklich sein, dass es irgendwie ein doch irgendwas wahr ist an der, weil auch im Koran steht, du sollst die Bibel lesen. Es ist ja nicht so verkehrt, ne? Hin und her, dann fing ich an, ein bisschen wirklich zu zweifeln an meinen Glauben, ne? Weil es hier in der Bibel ist ein Gott der Liebe und hier ist, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das. Und irgendwann mal wirst du sehen, was du davon hast, ja? Ja, und in der Zeitraum fing bei mir, dass ich, wie sagt man, Albträume bekam. Albträume, die nicht mit Wörtern erklären kann. Also Albträume hat jeder von uns, das ist klar. Also jeder träumt schlecht, und aber sowas, dass man Angst hat, um zu schlafen, das ist nicht normal. Und für mich war es die Sache, zu verstehen, das ist alles Strafe. Das war für mich dieses gleich im Kopf, ich habe mich mit der Bibel beschäftigt, ich habe gezweifelt an Islam. Mhm. Kann das nicht sein, dass es doch so ist, dass, weil im Alten Testament steht ja so, und kann doch nicht sein, dass ein Gott sich wechselt, seine Meinung ändert. Habe ich gesagt, wie geht das? Gott sagt hier anders und in einer anderen Stelle wiederholt er was anderes. Ne? Und da waren solche Fragen, wo ich angefangen habe zu zweifeln. Und dann fing bei mir richtige Albträume an, so richtig harte. Hin und her, da habe ich gesagt, okay Allah, das ist meine Strafe, ich nehme es an. Ich werde es aufhören, die Bibel zu lesen. Habe ich aufgehört, habe Koran gelesen, habe noch mehr gebetet, noch mehr gefastet, damit das aufhört. Weil kann man sich vorstellen, in welcher Situation ich war, dass man 3 Stunden vielleicht am Tag schlafen konnte, obwohl man den ganzen Tag arbeitet und kommt nach Hause und 3 Stunden schlafen kann nur. Ja, und so vergingen das Monate, ging nichts weg. Also ich bin so gekommen, dass ich 30 Kilo abgenommen habe und wirklich am Boden war. Ich habe gesagt, gut, wenn Allah mir nicht helfen will, dann werde ich Atheist. Dann bin ich Atheist geworden. Ich habe an nichts mehr geglaubt. Ich habe gesagt, lasst mich alle Götter in Ruhe. Ich dachte, es hört auf. Weil wenn man in dieser Situation ist, dann, wenn nichts anders geht, dann gibt man alles auf. Hin und her, so verging das und es hat nichts aufgehört. Es ging so 6 Monate lang. Dann habe ich gesagt, gut, was soll ich tun? Eines Abends lag ich im Bett, am Boden, es ging nicht mehr. Dann sagte ich, erinnerte ich mich an den Pastor, was er da erzählt hat, dass er gesagt hat, Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist der, der uns rettet von unseren Sünden. Da habe ich gesagt, gut, Jesus, wenn das so ist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist und wenn du wirklich Gott bist und für uns gekommen bist, zu sterben, dann erlöse mich von dieser Qual. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ich war fertig mit dem Gebet. Das war kein Gebet, das war nur ein, ich habe mit ihm gesprochen, das war weg. Ich habe seit dem Zeit nie wieder sowas gehabt.
Albträume hat jeder, aber sowas habe ich nie wieder gehabt. Und es verging. Morgen früh stand ich auf und überlegte, was ist passiert? Bin ich jetzt Christ geworden? Wie geht das? Was wird meine Familie denken? Meine Freunde? Wie soll ich denen das erklären? Das geht doch gar nicht. Ich bin doch Muslim. Ich bin Muslim geboren. Das geht gar nicht. Und so ging das 6 Monate lang, vielleicht ein bisschen länger. Ich habe niemandem darüber was gesagt, weil ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie ich damit klarkomme, wie ich das den Leuten sagen soll. Und einmal ging ich mit meiner Frau in eine Evangelisation. Das ist da, wo man über Gott redet. Und da sagte Gott, entweder du bist jetzt fest mit mir oder du bleibst, wo du bist. Mach's fest oder lass es sein. Ich habe gewusst, das ist die einzige Religion, wo es wirklich stimmt, was die Bibel sagt, dass sie nicht Widersprüche in sich selber hat. Die kann ich jetzt sagen, Gott wird mir jetzt vergeben und nach einer Stunde, wenn ich was Blödes mache, vergibt er mich hier nicht. Und das war die Bibel. Das für mich war das, das ist das richtige Buch. Es gibt keine Widersprüche. Es ist ein Faden, ein roter Faden durch die ganze Bibel, von alt bis neu. Das ist ein Buch. Und das ist nicht so, wie der Islam gesagt hat, der Injil haben die verfälscht und Sabura nicht und diese ganzen Sachen. Das stimmt eigentlich nicht. Ne? Und das war für mich, ich mache fest, egal was kommt, egal ob mich meine Familie wegstoßt, egal ob mich meine Freunde wegstoßen, ich mache fest mit Gott. Und ich habe es festgemacht und ich bin jetzt 10 Jahre dabei und ich habe keinen einzigen Tag bereut, dass ich zu Jesus gekommen bin. Obwohl so viele Schwierigkeiten kamen und sind noch, aber ich würde niemals weggehen vom Christentum. Amen. Ich kann nur Gott dafür preisen, für diese wunderbare Gnade. Es kann nur Wunder sein, dass Gott Menschen so verändert. Lieber Halil, wir sind jetzt Brüder. Ich freue mich so sehr. Sag mal, was ist deine Botschaft an deine Zuhörer? Meine Botschaft ist an jeden, egal in welcher Religion der ist, wir werden es nie schaffen, aus unserer Kraft Gott zu gefallen. Niemals. Egal wie viel wir tun, wie viel wir uns reißen um Gott, das geht nicht. Weil Gott ist heilig. Wir müssen begreifen, dass Gott heilig ist und dass wir Menschen jeden Tag irgendeinen Blödsinn machen. Sei es Lügen, sei es irgendetwas. Wir leben so viele Jahre und wenn du überlegst, Gott ist heilig, der wechselt seine Meinung nicht. Wenn er einmal sagt, du bist ein Sünder, dann bist du ein Sünder. Und denkt Leute dran, an was glaubt ihr? Ist das eine Religion, die euer Uropa oder euer Vater nur glaubt, oder glaubst du auch dran, weil du überzeugt bist, weil du davon wirklich überzeugt bist? Frag dich mal selber darüber, ob das stimmt, an was du glaubst. Kannst du sagen, Halleluja, ich stehe dazu, was im Koran steht, jedem Buchstabe, nicht nur das, was dir gefällt, wie viele Muslime das machen, sondern jedem Wort, von A bis Z. Ich kann es von mir sagen, ich kann es von der Bibel sagen. Jedes Wort ist von Gott eingegeben. Und kannst du das für sagen, für den Koran? Vielen Dank. Danke, mein lieber Zuschauer. Und Halil hat ja nach Gott gesucht und er hat ihn auch gefunden. Aber nur in Jesus Christus und nur in Jesus kannst du Gott finden. Wenn Gott dir so launig vorkommt im Islam, dann frag mal, wo der wahre Gott ist. Er ist in Jesus zu finden, dem Herrn befohlen und Gott mit dir. Bis zum nächsten Mal.